Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir mal schauen, dass wir im Buch etwas weiterkommen und auch ein paar andere Kleinigkeiten machen, die wir brauchen, um ja effektiver arbeiten zu können. So, als erstes wollen wir jetzt mal bauen diese ganzen Extruder Shapes, dass wir diese Aufgabe auch hier erledigt haben. Habe ich mir jetzt schon mal die ganzen Blank Cases rausgesucht. So, ich brauche jetzt als allererstes das Wire. Das ist dann oben und daneben. Oben und daneben. Das ist Wire Shape, jawohl. So, dann haben wir als nächstes dann für einen Block. Okay, das ist einfach nur eins weiter. Dahin. Dahin. Und wir haben das Block Shape. Dann haben wir jetzt als nächstes Casing. Dann bleibt es einfach stehen und die Pfeile wandert einen weiter. So, jetzt haben wir nur noch zwei und das ist einmal das Ingot. Das Ingot ist okay. Du bleibst da, du gehst dahin. Und last but not least haben wir jetzt noch das Filter Bottle. Da ist da die Pfeile. Die Pfeile bleibt, der Wirecutter geht jetzt hier hin. Wir haben das Bottle Shape. Schön. Gut, dann ab zur Schmelze. Da habe ich jetzt auch schon den Stahl reingepfeffert. 20 Ingots, das müsste hoffentlich alles reichen. Dann haben wir, wie gesagt, nämlich den Käse durch. Denn wir wollen ja jetzt so schnell wie möglich unsere Erzverarbeitung aufbauen. Und dafür brauchen wir natürlich unsere ersten HV-Circuits. Ich habe schon das nächste Gebäude noch fertig machen. Ja. Ihr wisst selber, dass ich noch richtig viel was mit zu tun haben. Vorletzte. Und der letzte. So, et voilà. Wir haben alle und unser Quest ist completed. Und dann räumen wir die auch mal gleich sauber auf. Das Wire kommt auf jeden Fall auch hier hin. Die Bottle kommt hier hin. Die Zelle kommt jetzt daneben. Und dann machen wir das noch so. Boah, ist in Ordnung. So, haben wir gleich noch was, was jetzt dann noch dazugekommen ist hier auf der Seite. Jetzt haben wir hier noch einen Hammer. Einen Damaskus-Stahlhammer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon was Besseres habe. So, wir brauchen einen Roboterarm. Dafür brauchen wir Aluminium Rods, Kupferkabel, einen Motor, Pisten. Gucken, haben wir schon was da? Motoren, zwei Stück. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall, ich brauche sechs Platten. Ich brauche nochmal. Rods. Also, ich brauche noch mal was. Ich brauche noch die Gears. So, Aluminium geht 135 haben wir noch. So, das heißt, ich schmeiße jetzt erstmal dich rein.
Brauche ich die Small Gears. Aufräumen. Das und das. So, Zauberstab sind wir auch schon beim Füllen. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Irgendwann wollen wir ja noch in den Dungeon rein, dass man auch die nächste Ebene cleart. So, was fehlt mir denn? Ich habe Rods, ich habe die Kabel. Ich finde die Motoren nicht. Ja, weil ich, das waren bestimmt andere Motoren. Na, ist egal. Das waren bestimmt Quests-Motoren. Darum ist es drin. So, dann brauche ich oh, ich hätte sogar nur einen gebraucht. Ist ja egal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Roboterarm. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 3 Kabel. Ich brauche noch einen Circuit oder beziehungsweise halt den Circuit davon. Ja, schau mal. Und du kommst dahin. Jawohl, ich habe meinen Roboterarm. Wir haben die nächste Questreihe offen. So, dann habe ich hier unten Avengers Assembling. Jetzt muss man mal gucken, wie weit ist mein Assembler da drüben leer. Okay, er ist leer, das heißt, ich kann den einfach mal schnell Roboterarm mal dahin abreißen. Wieder draufsetzen. Nach oben. Und Item Output, danke. So, die 2, die 3, 25 Battery Alloys mal wieder rein. Danke. Dann haben wir die auch. Haben wir da schon mal soweit durch. So, 4 Aluminium Fluid Cells, die haben wir doch auch schon. Dankeschön. Ah, da kommen auf jeden Fall jetzt dann noch ein paar dazu, das ist super. So, was haben wir hier? MV Energy Hedge, der ist aber noch nicht geöffnet. Weil mir noch, was, Lubrikant fehlt. Was haben wir hier? Ah, Molten Plastic. 41 Polyethylen Sheets. Also für Polyethylen. Naja, doch, habe ich. Geht es überhaupt? Nope. Dann gehen wir mal zu unserem Extruder. Gehen wir nochmals. Platten. Habe ich die bei dem hier? Hab nicht mehr gewusst, dass ich hier noch einen habe. Gib mir mal Shape. Und zwar. Die Platten. Ja, der ist da drin. Nehmen wir auch gleich mit rüber. Den will ich hier irgendwann abbauen. Das ist dann mal ein Platz, wo man wieder was anderes hinstellen kann. Das ist ja nicht mal geile Geschwindigkeit. Danke. So, 41 Polyethylen.
Das macht doch dann Spaß, oder? So, dann haben wir jetzt hier Polyethylen. Jetzt brauchen wir Polyethylen-Sheet einen, Kupferfoil 6 Stück und das Plastik-Circuit-Board. Das mache ich im Chemical Reactor mit Sulfuric Acid. Habe ich doch hier schon stehen, oder? Hau mal durch. Ja, er merkt gerade, ich hau gerade ein bisschen drauf. Ja, wir müssen da ein bisschen vorankommen. Ethylen. Lubrikant. Das Einzige, was mir hier richtig fehlt, ist eine Suche. Er sagt mir, MV Energy Hedge kann ich nicht, weil ich Lubrikant brauche. Ja, jetzt muss ich nur wissen, wo ist dieses Lubrikant? Habe gedacht, die so eine Quest hatte ich schon. Das vielleicht sogar noch LV? Mercury, Sulfuric Acid? Sulfurgas, After, Light Fuel, Lubrikant, da oben. Lubrikantzellen brauche ich 8 Stück. Ja, überhaupt kein Problem. So, und ich muss jetzt bitte dich bitten, den Fluid Output auszumachen. So schnell, wie ich das raus tue, ist auch wieder rein. Gut. Haben wir das jetzt auch? Dann haben wir jetzt MV Energy Hedge 2 Stück. Da momentan irgendwas drin. Funktioniert. Haben wir auch durch. So, und jetzt brauchen wir Mixing Stainless Steel Advanced Mixer. Advanced Mixer, habe ich einen Mixer schon? Einen Advanced Mixer haben wir noch nicht. Tja, da haben wir wieder was zu basteln. So, aber wir wollen natürlich jetzt erstmal noch das Circuit Board fertig machen. Dürfen wir nicht vergessen. Was brauche ich denn eigentlich für den Advanced Mixer? Ich brauche 2 Zellen, Maschinenhall. Maschinenhall habe ich noch. Auch 4 Glas. Mal hoffen, dass ich das. Richtig geswitcht habe. So, dann brauche ich was jetzt? Einen Bronze? Einen Bronzerotor. Schauen wir mal, habe ich noch welche? Nein, ich habe keinen mehr und ich brauche noch einen Motor, ne? Ja, da ich den vorhin verwendet habe, mir fehlt. Nö. Müsste eigentlich alles haben. Genau. Ich habe ich dann auch. Ja, jetzt fehlt mir nur noch ein Rotor.
Und das waren 5 mal Bronze. Dann haben wir das auch. Nix Small Gear Rotor. Der Rotor braucht den Motor. Perfekt. Oh, hat sich der kleine Jack das Rezept gemerkt? Rotor, Motor, Detta, Detta, Detta. Und ich glaube, brauchst du noch 2 Kabel, ne? Natürlich habe ich kein Kabel mehr. Du die, du die. Da kommt da die 24 rein. Copper Wire ist das obere. Das rein. Oh, wir schauen nochmal. Nein, das waren 2 Circuits, was ich brauche. Ha! Aber ist egal. Ich brauche trotzdem Kabel. So, Advanced Mixer haben wir auch. Ich weiß zwar, dass ich mein Zeug auf dem anderen Mixer gemacht habe, aber ist ja egal. So, jetzt brauche ich 8 Nickel Dust, 8 Magnesium und 8 Chrom. Und 48 Eisen. Ah, genau. Der kann das besser mixen. So, das war Chrom 8 mal. Habe ich. Dann brauche ich Manganes. Habe ich kein Manganes? Kommt gleich in den Maserator. So, dann Nickel Dust. Das habe ich dann auch hundertprozentig nicht mehr als Pulver. Und Eisen Dust sowieso nicht. 48. Ja, der ist gemütlich. Gemütlich und der will. Ja, das ist ja dann das Schöne, dass das jetzt dann alles ein wenig zügiger geht, wenn wir dann auch die Erzverarbeitung endlich mal haben. Das wird sowieso noch spannend dann. Ja, auf jeden Fall geht das schon mal schneller. Das ist schon mal nett. So, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal jetzt haben wir 8 Cäsium Dust. Aus Magnesium wird Cäsium. Oder habe ich das ausgesehen falsch raus? Ja, habe ich. Da konnte man wieder einer nicht lesen. Wer das wohl war. Und gedacht, der hat jetzt mir meine Inkredenz verändert. Ja, aber der geht nämlich auch schneller. Nee. So. Und das dauert jetzt sowieso ein bisschen. Bis wir das alles haben. Dann machen wir mal hier weiter. Das heißt jetzt, wir brauchen diese Kupfer.
Polyethylensheet und Copperfoil. Das kommt da rein. Polyethylensheet. Oh mein Gott. Ja, ich dauere fast nicht lang. Was lustig ist, es geht auf jeden Fall auch in LV. Sonst hätte er nicht angefangen. So. Plastic Circuit Board. Und das muss jetzt in die Sodium Persulfat. Mit 6 Stück. Ja, du kommst da rein, du. Als hätte ich es gerochen, dass ich mehr brauche. Echt? Sind bei 15. Okay, das dauert halt ewig, aber wie gesagt, ich brauche nicht so viel. Weil wie gesagt, es geht ja dann darum, dass wir an die HV-Circuits rankommen. Was brauche ich jetzt hier? Ich brauche jetzt hier noch Ethylen. Chemical Lesson 2, Advanced Chemical Reactor. Na super. Also das, was ich vorhin gemacht habe, nochmal. Aber ich habe die nächste Quest abgeschlossen. Okay. So. Jetzt müsste ich eigentlich auch hier die nächste oder fast die nächste abgeschlossen haben. Manganese Dust. Ich habe da zum zweiten Mal nicht lesen können, hä? Ja, Manganese und Magnesium, fast dasselbe. Ja, wenn man aussieht, dann Manganes eingenommen hat statt Magnesium-Tabletten. Geht's dir bestimmt besser danach. So, haben wir es jetzt. Ja. Hervorragend. Bin ja stolz auf mich. So, Stainless Steel. Im Mixer. Dafür brauche ich Circuit Nummer 1. Ich hätte mal gesagt, den mache ich mir jetzt, weil ich brauche den jetzt öfters. Weil momentan habe ich ihn immer hier geklaut. So. Geh mal bitte mit. 1. Dankeschön. Kommst hier rein. Dem Zeug. Perfekt. Dann kannst du arbeiten. Okay, da kann ich auf jeden Fall den IBF richtig leer saufen. Stainless Steel taking too long. Okay. Das haben wir. 16 Solarium. Chemical Lesson. Ja. Dafür fehlt mir. Was fehlt mir jetzt denn eigentlich für den Motor? Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Genau, die Kupferkabel. Wo ich hier schon Gott sei Dank vorsorglich habe machen lassen. Dann brauche ich nochmal nochmal einen Rotor. Mache ich aber gleich zwei,
Haben wir mal was übrig. Da und rein. Okay. Da hat der Drake wohl den falschen, das falsche Zeug genommen. Das war natürlich jetzt nicht sehr, sehr intelligent. Habe ich Invar. Okay, das ist jetzt nicht schlimm, aber. Mixer. Iron Dust? Ah. Hoffe ich mal, ne? Dass das trotzdem funktioniert. Ich nicht, ja, jetzt zu wenig krieg. Wir werden sehen. So, die zwei Rotoren sind fertig. Habe ich wieder vergessen, mein Glas. Ja, machen wir schnell. Glas, das ist das, was wir mittlerweile tonnenweise haben. Auch wenn es nicht drin ist, weil genau diejenigen, die es noch wissen, dass man aus dem XP-Zeug ja Glas, das draus kriegt. Und wir haben ja da schon mittlerweile, also 42 hätte ich schon alleine da und nochmal 28 hier oben. So, das heißt Rotor, das da. Auch noch einen Motor. Dam, 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 dam. Das war jetzt der da. Ja, okay. Dahin. Ich brauche noch zwei Good Circuits. So, dann haben wir die auch. Kommen die dahin, die kommen dahin, die kommen dahin und ich habe einen Advanced Chemical Reactor. Schon mal perfekt. So, und was will der jetzt? Ethylen. Ethanol und Sulfuric Acid in a Chemical Reactor. Brauche ich vier Stück davon. Distilling various gases. Ich habe mir aufgeschrieben eigentlich um das ist Ethylen. Ethylen. Ethanol? Ach nee, genau. Ich habe mir aufgeschrieben, Ethanol und Sulfuric Acid in a Chemical Reactor. Genau. So wollte ich es ja eigentlich auch machen. Das habe ich nämlich für mich schon selber dann festgestellt. Sulfuric Acid muss ich dann tonnenweise herstellen. Aber ich muss auch Ethanol herstellen. Und Ethanol, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, ich renne mal rum wie so für die Gans. So, 45 haben wir schon, das könnte reichen.
Denn ich bräuchte ja sozusagen jetzt erstmal ein Dehydrator, Wasser und Ethylen. Nee, ich bekomme aus 2 Zellen und Ethanol bekomme ich das raus. Genau, dann könnte ich das hier alles machen. Das wäre halt das Verhältnis 0,5. Das sind wir aber schon mal durchgegangen. Und ich habe festgestellt, bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich das auch hier drin gesehen habe. Also da ist ja alles, ne, um an Ethylen ranzukommen. Aber witzig. Steam cracked Butane. Und Butane ist Steam. Und Butencell. Und Butane ist was? Steam Cracked Light 4 und das ist 45. Wir gehen nochmal zurück. Nee, das wird nicht besser. Dann muss ich das nochmal. Ethylen. Chemical Reactor. Palladium und Formic Acid. Sulfuric Acid wird zu Ethylen mit Ethanol. Genau. Das ist mein Rezept. Das heißt, ich brauche zwar 2000, aber Ethanol ist was, was man Ethanol, was man über die Distillerie rausbekommt, entweder über die fermented Biomasse, fermented Reed, Weingar, Korn, Rum, Doppelkorn oder Biomasse. Und da ist das Verhältnis auch 0,5, aber Biomasse bekommst du aus allem Essbaren raus, bisschen Wasser. Dafür brauche ich eine Brewing Machine. Und das kommt dann auch gleich drüben in die Raffinerie mit rein, weil das ist, ja okay, Biomasse wäre eigentlich ein separater Zweig, aber ich habe gesagt, das kommt bei mir drüben mit rein, weil dann wird da drüben Ethanol hergestellt. Oder ich baue sie in die Chemiefabrik. Das muss ich mir noch in den Kopf gehen lassen. Aber vielleicht tue ich es erstmal in die Raffinerie rein und dann wird es irgendwann umgesiedelt. So. Lass mal dich gleich wieder laufen. So, dann müsste das Stainless Steel hoffentlich soweit fertig sein. Nein, nicht ganz. Gut. Einer fehlt noch. Das heißt, 64 haben wir gleich. Und wie ich mich kenne, muss ich jetzt bestimmt 64 Stainless Steel machen. Nein, muss ich nicht, weil habe ich schon. Das kommt jetzt dann da rein. In die Kiste, wenn es fertig ist. Weil ich dann immer peu à peu natürlich auch weiter durchhauen. Weil mir bringt es ja nichts, wenn ich es als das drum liegen lasse. Na komm, danke. Kommst du jetzt da rein? Aber wir können die Quest nämlich schneller machen.
So, und jetzt habe ich eigentlich diesen Bereich hier da drüben komplett fertig. Jetzt geht es eigentlich darum, dass ich hier weiterkomme. Ja, das ist Ethylen herstellen. Oxygenzellen, okay, das ist das Wenigste. Oxygen und Ethylen. Ja, genau. You can make ethylene into an ethanol and sulfuric acid in a chemical reactor. Genau, Ethanol in a chemical dehydrator. Distilling various gases in a distillery. Woodgas. Oder ich kann Naphtha oder Refinery Gas mit Hydrogen or steam in the chemical reactor bewirkt to. Ja. So, aber. Nee, weil jetzt alles andere sich nicht mehr lohnen würde, mache ich hier mal einen Break. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ihr seht auch gerade noch zwei Videos, beziehungsweise einmal die Playlist von GTA New Horizon und ein separates Video. Könnt ihr ja gerne weitergucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.